Und damit herzlich willkommen. Der Startschuss in der FIFA E-Club World Cup Qualifikation ist gefallen und wir sind natürlich wieder mit von der Partie. Wir werden durch Sakul auf der Xbox vertreten und auf der PlayStation geht unser Neuzugang und Weltmeister Mo Oberon. Unser Ziel ist natürlich ganz klar, wir wollen uns für die Club-Weltmeisterschaft qualifizieren, denn wir haben eins der stärksten Duos, was man aktuell so im FIFA E-Sports nennen kann und da sind die Ambitionen natürlich ganz, ganz hoch. Während wir im Hintergrund die Highlights von Sakul und Mo Ober sehen, werde ich euch das neue System ein bisschen näher bringen. Denn das System hat sich auf jeden Fall im Vergleich zu den vergangenen Jahren verändert. Es ist komplizierter geworden und deswegen fange ich auch direkt mal von vorne an. Also es ist nicht mehr so wie in den vergangenen Jahren, dass man einfach eine Gruppenphase spielt und am Ende dieser Gruppenphase muss man den ersten Platz erreichen, um sich zu qualifizieren. Nein, wir wurden in Europa in Säulen aufgeteilt und jede Säule besteht aus drei Ligen. Aus Liga 1 mit 9 Mannschaften, Liga 2 mit 9 Mannschaften und Liga 3 mit 10 Mannschaften. Wir sind in Säule 3 und in Liga 3. Das bedeutet, wir müssen uns jetzt vorarbeiten. Wir müssen aus Liga 3 in Liga 2 aufsteigen, aus Liga 2 in Liga 1 aufsteigen und dann in Liga 1 am letzten Spielwochenende die Top 3 erreichen, um sich dann für den FIFA E-Club World Cup zu qualifizieren. Es ist auf jeden Fall ein harter und langer Weg, aber mit unserer Qualität, die wir hier haben, mit Sakul und Mo, habe ich auf jeden Fall sehr, sehr großes Vertrauen, dass wir das packen können. Und aktuell sieht es so aus, dass wir die ersten 6 Spiele in der dritten Liga gespielt haben. Die Highlights, wie gesagt, seht ihr hier im Hintergrund. Die nächsten 3 Spiele werden heute gespielt und wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Es werden also insgesamt 5 Wochen gespielt und pro Woche wird einmal eine Liga ausgespielt, sodass man halt innerhalb einer Woche immer aus einer Liga aufsteigen kann. Oder man kann sogar auch absteigen, wenn man halt am Ende einer Spielwoche die letzten 3 Plätze einer Liga belegt. Zu unserer aktuellen Liga kann ich euch folgendermaßen die Teams nennen. Wir haben hier Avezzano Sporting, dann haben wir natürlich den Focus Clan, das sind wir, Esports Agency ASD, Vodafone Giants, FCN Esports, Grüße gehen raus an unsere deutschen Kollegen, Norderwind, Snake Esports, ASD Mundial Cup, Wiesla Plock Esports und No Fucks Given. Das sind die 10 Mannschaften, die bei uns in Liga 3 sind. Und in der zweiten Liga aus unserer Säule haben wir dann noch folgende Mannschaft: Esports Management, FC Augsburg, RSC Anderlecht, PES Esports, Canis Esports Club, OB Esports, Bayern 04 Leverkusen, FC Progress Niederkorn, Restart Esports Club. Das ist die zweite Liga und in der ersten Liga bei uns in der Säule haben wir dann West Ham United, Official Entice, Manchester City Esports, Fierce Esports, Olympique Lyon, Sampi Esports, VfB Stuttgart, Montpellier und ECV Esports. Das sind die Teams, die bei uns in der Säule sind und da gilt es sich natürlich durchzusetzen und ihr seht es auch im Hintergrund, Sakul und Mo konnten ihre Spiele regelrecht alle gewinnen. Sakul hat sogar alle 6 Spiele gewinnen können und Mo hat die ersten 3 Spiele für sich entschieden, hat dann einmal unentschieden gespielt und die letzten beiden verloren. Nichtsdestotrotz ist der Punktestand aktuell so, dass wir mit 28 Punkten auf dem 2. Platz in unserer Liga sind, ein Punkt hinter dem 1. und 8 Punkte Vorsprung auf dem 4. Die Ausgangslage ist super. Die letzten 3 Spiele werden, wie gesagt, heute Abend stattfinden. Und dann wird sich zeigen, ob wir direkt mal aus Liga 3 in Liga 2 aufsteigen oder nicht. Das soll es auch schon gewesen sein. Wenn ihr irgendwelche Fragen zum System habt, schreibt sie auf jeden Fall unten in die Kommentare. Wir versuchen darauf einzugehen. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit den Highlights. Gönnt euch das, was Sakul und Mo hier noch fabriziert haben. Und wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Folgt uns auf unseren Socials. Dann werdet ihr auch immer up to date sein, wie es bei unseren Jungs in der Qualifikation läuft. Viel Spaß noch! No drip this, tell him run it up. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first I stretch, tell him run it up. I wake up, flex, thumb down now. Check. No drip this, tell him run it up. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first I stretch, tell him run it up. 9 out of 10, roll through my hands, I'm by my lonely. Turn to a savage, now my baby wants to hold me. I love my fans, don't need no friends, I got my homies. Thought I could trust you, I find out you tried to zone me. I'm number one up on that court, I'm Nick McGrady. The first one in, the last one out, can't call me lazy. Put in my hours, send an invoice and they pay me. I need 6 rings like MJ and Tom Brady. I wake up, flex, thumb down that check, no drip this, tell him run it up, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first I stretch, tell him run it up. I wake up, flex, thumb down that check, no drip this, tell him run it up, no sleep.
Dice. Might crash, might wreck, but first die. Stretch. Hello, run it all. I wake up. Flex. Thumb down, not check. No drip, this. Whack. Hello, run it all. No sleep, no rest. Might crash, might wreck, but first die. Stretch. Hello, run it all.